Angriff, die Schwester. Aber einen Moment mal. Was? Ich glaube, dort ist eine Stange drüber. Hallo, servus Leute und herzlich willkommen bei E4Head Production. Hallo! Da ist unser Alex, unser Wendy. Heute was ganz Spezielles. Ich hoffe, ich blende euch nicht zu sehr. Hier die restlichen Jungs. Servus Leute. Heute was ganz Spezielles für euch. Wir sind gerade, ihr seht, das ist eine verlassene Psychiatrie. Die ist scheiß groß. Wir werden es jetzt mal erkunden. Und halten euch am Laufen. Kann jemand die Wasserflasche halten? Warte, mir ist so kalt, Digga. Jemand hat hier Chester. Ja. Gesagt, wie die verlassene Gebäude. Und was hat er? Jungs, du weißt, wo Geister sind, ist sehr kalt. Ja. Alex, komm her. Komm. Oh, wow. Das ist Blut, Digga. Wo? Ja, warte, ich komm schon. Wo ist Blut? Wo? Siehst du das, was da steht? Ich bin wie in dieser Art. Solange ich meine Bauchtasche habe, passiert uns nichts. Weil ich bin der Rock und hier passiert nichts. Okay, Leute, wir sind hier. Oh, oh, da steht etwas. Hier steht nicht stehen bleiben. Ja, komm. Es ist einfach nur jemand, da ist im Osten. Wow. Okay, gehen wir jetzt weiter, oder? Hast du das? Nein, mein Holz ist ja wohl. Ach so. Hier ist Abgrund. Hey, das ist los, Mann. Ja, das meine ich ja. Oh mein Gott, das ist creepy, Leute. Wow. Schaut's da. Stell dir vor, da kommen Zombies reingelaufen, jetzt richtig. Das ist creepy, Mann. Alex, das ist so creepy. Komm her. Schau. Fuck. Du filmst alles, gell? Ja, Digga.
Ich bin Papa. Auf, oh mein Gott, nicht rein. Das kann jederzeit abschließen. Ist das sehr kalt? Ist es wegen Geister, Mann? Beruhige. Ist mir auch scheiße. Ist nicht kalt. Ja, halt's Maul, Mann, ich geh ganz weit vorne. Geht es alles? Hallo, gehen wir gleich hinten. Ja. Merkt euch den Weg. Warte, warte. Hm? Ja, von rechts. Von rechts haben wir gekommen, ja. Genau. Keine Sorge, ich spiele sehr viel Skyrim, ich kenne mich aus. Leute, wenn jemand besetzt sein sollte, dann wäre ich das am ehesten. Wie besetzt? Warum? Besessen. Warum? Besetzt. Komm, gehen wir und hören wir auf dich. Hallo, hallo, nein. Warum dorthin? Weil da wahrscheinlich ein Sackgasse ist, das wird schon. Nein, da geht's nicht weiter. Ich muss mich da nicht. Nein, du alter Schimmel. Ja, aber nicht auf mich, Digga. Du schau, wer backt, wenn du es gefahr. Ist gefahr, komm. Alex, ich bitte dich. Wir sind mächtig. Wir sind YouTuber. Alex. Schau, ich dir an. Hm? Alex. Da war dieses. Halt die Schnauze. Wo den Sammer behandelt hat. Vor die Tür. Das ist richtig. Das ist für die Kranken. Durch. Sicher. Nee, der war noch. Boah, bitte, ich muss mich verteidigen. Mach schneller. Warte jetzt auch ganz. Wir dürfen uns nicht verwirren. Sonst kommen wir nicht raus sein. Da wird es langsam zu kompliziert. Wir gehen mal in diesen Psychiatrieraum. Ja. Welche? Da. Was war das? Vorhin habe ich auch da was gesehen, fragt es durch. Okay. Oh, das ist creepy. Es kann auch einstürzen. Boah. Doch, schau, wie alt das ist. Fuck. Bitte mal die Tür schließen und das Licht beim Verlassen des Kühlraums abdrehen. Kühlraum? Einer soll dort doch. Einer soll doch immer hinten beleuchten. Weil ich das absichtlich mache. Ja, ich mache das, glaube ich, absichtlich. Und tschüss. Das ist zu schlimm. Warte, zeig auf mich. Michel, du bist auch ein Zocker, ja? Merk dir den Weg, wie wir gekommen sind. Ich bin echt nicht mehr. Geh mal Stufen rauf. Bro, es ist groß hier. Bro, es ist Mitternacht, wir werden nicht zu viel erkunden. Oh mein Gott, es wird kälter. Ich will mindestens 2 Stunden hier bleiben. Mindestens 2 Stunden hier bleiben. Aber bei sowas ist das Problem, man glaubt, man ist 10 Minuten drin, man ist aber 3 Stunden. Ja. Ich weiß. Ich würde hier liebend gerne am Tag kommen. Und ich nicht ganz vorne. Sind die sehr kurz? Ja, kurz, aber man will so schönere Hitze. Kann aber. Ich spüre sowas. Bist du da? Mann, Alaska. Schau. Ich darf das schneller zeigen. Oder sind ein Krankengericht. Hä? Ein Krankengericht habe ich. Wo ist das? Draußen, ein Zettel. Alle, komm. Pekla und noch. Hä? Das ist so das Trainer, wenn die.
Ich finde hier Frühstück. Frühstück wo? Nein, niemand sollte Handschuhe Mittag, mitnehmen. Ja, sehr Nachmittag. Nur drin oder du? Ich weiß es nicht, ich sehe ganze Zeit irgendwen vorbeistreifen. Echt? Ja, Digga. Ich sehe überhaupt immer. Warte, gar nicht. Es geht immer bei letzten Punkten so ein schwarzer Gestalt vorbei, das hat auch Dorsch gerade gesehen. Nein, Dorsch hat das auch gerade gesehen. Ja, ich das. Und vorhin hat es auch Michelle und du gesehen. Ja, meine Hose. Ist richtig cool. Bist du deppert? Ich hab schon die Drahtfarbe. Ich hab schon Leute, kommt alle rein, hier riecht es extrem komisch. Es riecht genau nach Kälte. Leute, da sind Zettel. Sind das, Dings? Lass mich raus, bitte, steht hier. Leute, einfach so vor da stehen. Ich kann sie nicht aushalten können, weil ich hier gerade im Gebäude war. Das ist auch gar nichts. Im anderen Gebäude, wo es so was gern. Ah. So, welche Gebäude? Hightech, Hightech, euren Kollegen bei der Nase. So? Ja, bitte. Ich schiebe ein bisschen. Ach so? Ja. Ich weiß, was das für ein Beruf ist, aber das sage ich nicht. Schimmer. Tot. Also ich mag den Geruch. Ich den. Leute, bitte, lasst mich kurz in die Mitte oder ganz vorne? Nein, ich bin nach vorne. Aber nach vorne, geht klar. Das ist so komisch. Was? Er sollte, glaube ich, sein Handy Akku laufen. Ein was? Einer sollte ein Handy mit Akku haben, also es ich habe, Karte. Ich habe. Und jetzt diese creepy Musik. Oh. Warte. Hallo. Hm. Das wird einfach ziehen. Wo? Bra, stabil. Ohne ich kann nicht spüren. Ich sag Winkel, habe ich doch nicht gehört. Ohne, ich fahre noch, bitte geh mal raus. Ohne. Wir gehen nicht raus. Ja, cool. Du hast das Gelaufen. Ja. Das ist noch schlimmer. Ich fahre noch, ich kenne diesen Auto. Mein ich weiß nicht, was soll ich. Ich kann ja nicht raum, gibt es ja. Ja, die Chance. Es ist hier nicht mehr. Bitte solche Menschen sterben als erst. Okay, was hast du getan? Nicht hier besprechen. Erzähl es nicht hier. Sag nicht jetzt. Erzähl es nicht. Geht es weiter? Was ist das? Verbrennungsspuren. Da hat was gebrannt. Schau, guckt. Da hat was gebrannt. Aber richtig groß. Das ist alles Brennspuren. Es riecht doch nach Brand. Bombing steht hier. Okay. Das wurde alles abgefackelt. Ist das Knochen? Aber da sind die beiden. Nein, Junge, da. Oh mein Gott. Alex, wir haben ein Skelett gefunden. Was? Ich dieses Skelett. Das ist Knochen, Mann. Das braune hier, braun-weiß. Nicht anfassen. Schau, alles ist verbrannt, aber diese Knochen sieht man. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Nein, Mann. Du darfst. Hör auf damit! Nicht anfassen. Was möchtest du?
Fahrt. David's der Enkel. Bleibt sie hinten, oder was? Bleibt sie da? Warte schon. Weil ich bin gerade vorgehauen, über alle sind hin. Ich habe ganz dein Gefühl, wenn man folgt uns. Ja, also, das ist normal. Ihr seid nicht der Einzige. Ja, warte. Ich lieber nach wieso bin ich? Ich bin gut. Ich bin safe. Aber schon. Es ist was abgefahren. Geht es nicht rauf? Man muss doch irgendwie raufgehen. Ich würde nicht raufgehen, weil schwer kommen wir runter. Aber. Wir gehen auf jeden Fall durch. Hä? Wir gehen auf jeden Fall durch. Oh, bist du verrückt? Was ist heute noch alles? Du bist alle fünf Stockwerke heute anscheinend. Bro, wir machen das am Tag, ist viel gescheiter. Nein. Glaub mir. Ich würde es auch machen. Ja, toll. Ja. Ich will schon gern. Manche Räuber, die von Polizei wegrennen, verstecken sich hier verlassen. Okay, bitte. Ja, wirklich, damit die Polizei sie nicht findet. Hallo, Sophie. Okay, wenn das eine Gang ist, dann sind wir auch gepickt. Ne? Ich weiß ja, aber ich meine, ob da hier eine Gang ist, dann sind wir wirklich gefickt. Wenn Kapitalgang ist, ist der Ostern. Also, kurz gesagt, wenn hier Kiffer sind und Kiffer reagieren sehr aggressiv auf Ängste und auf Schockzustände, ja. Und wir würden sie erschrecken in diesem Zustand, wenn wir kiff sind, dann sind wir alle durchgestorben. Weiß ich von Konsti. Er sagt, wenn er bekifft ist und jemand erschreckt, dann reagiert er aggressiv. Deswegen sitzt er zu Hause allein im Zimmer und geht nirgends. Wir wissen es. Auf das? Das ist Überrichtung. Überrichtung. Ach so. Das ist alles richtig. Warte, wo ist der Ausgang? Da vorne. Da rechts. Wir gehen jetzt gerade nach oben. Ich hab auch schon mal dran. Wie schnell ist mein Akku leer? Ne? Man sagt Geister. Trink. Ich kenne dieses Video. Geister ernähren sich von Akku. Bei dir auch, gell? Okay, Leute, macht euch gefasst jetzt. Ja? Jetzt könnt ihr es creeper werden. Niemand versteckt sich in Erdgeschoss. Jemand was? Hinter uns. Hinter uns, Licht. Oh mein Gott. Heilige Mack. Was ist diese rote Schriftkanzett? Gadget. Das da. Das lese ich überall. Gadget, was steht da? Und daneben Kramstadt oder was? Komm, geh vor. Ich wollte heute noch Dark Souls 3 zocken. Hast du Spaß? Hier, wir zocken live Dark Souls 3. Was? Was? Was ist das? Nein, lauf mal. Oh Gott. Na, was? Oder ich. Ich weiß nicht, der süße Klassengebäude gehen will. Den lief ich in der Zeit. Was hast du da? Leute, nicht alles abfassen. Penis! Nicht alles abfassen. Nicht wegen Angst oder was? Leute, soll ich euch was sagen? Ich hoffe, es wird nochmal geschossen. Kommt das? Das ist der Fall. Da muss man kommen. Kommt alle her. Verdammte Scheiße. Heilige Makrele. Mach's gut. Oh, wer traut sich so mal? Komm. Ah, es kann einem rechnen. Ich
Ja, Fenster sind gerade besetzt. Sag genau. Ja, das ist everywhere. So, wir sehen gerade dein Auto, wie solche Viecher draufklappen. Hier. Du? Ja, sicher nicht. Nein, das wird zum Auto gehen. Ja, hoffentlich. Und so sperren einfach wie ich der Gruppe über Ort zum Schluss. Weil es schön dark ist. Da ist schon nichts mehr nötig. Hier sind keine Menschen, hier sind Massen. Wartet, könnt ihr den Raum schön beleuchten? Ich will ein Selfie machen. Ja, ich will was machen. Gib mir den Ballon. Ich tue es. Kein Foto. Ja, kein Foto. Ja, ich will was machen. Es können manchmal Gerstoff-Bilder sein. Hör auf. Ja, jetzt was Creepyhaftes machen wir mal. Wie fühlst du dich? Hä? Wie fühlst du dich? Mach okay. Ich fühl's auch nicht. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Geh mal raus. Der war eine Koppeltür, die ist jetzt offen. Dann hol du. Und zwar Sperrwerk offen, die ist ganz offen. Dann gehen wir. Ja. Wir gehen raus. Nein, wir gehen nicht raus. Wir gehen ohne, ich geh raus. Noch ein bisschen. Ohne, bist du behindert, weil die Tür noch offen ist? Die Tür war zu. Welche? Bist du dir sicher? Ja. Welche Tür? Hier? Die weiße? Die war offen. Die war offen, Digga. Ich hab durchgeschaut. Leute, ich rede ohne Lütwen. Schäler açılırsa, das ist Zeichen, dass dann die Sachen geht. Achso, ich dachte, da ist Schokolzeichen. Kann uns bitte endlich weitergehen und da herum beeilen, oder? Bitte führ uns weiter, der Herr. Warum? Weil du weitergehst. Weil du der Mafia schon. Wir haben die Matschstufe von Alarm geöffnet. Die Leute passen auf, das ist Zeichen. Das wird der schönste sein. Ja, da können sich die Wege ändern. Was ist das? Hm? Oh mein Gott. Da lag ein Psychopath. Da lag ein verdammter Psychopath. Markus Damiran Hartmut Jesse. 2.4.2016. Schaut euch die Matratze an, bitte. Schaut die Matratze an, bitte. Was ist da drin? Wow, schau, das könnte so leicht auf unser Kopf fallen. Geht's da raus? Erstmal geht alleine. Wir sind ins Edsberg hergefahren jetzt mal. Wenn ihr wollt, dann geht kurz zum Auto. Kannst du bitte mal leise, ne? Ja, dann ist ein Telefon. Du hast ja nicht das Telefon. Da ist ein Telefon. Wie viel ist die Tür zu? Ist das Knopf? Was? Ich war traurig, ne? Wegen? Also ich sag, das ist für mich einer der größten spirituellen Kräfte, die es gibt. Ich weiß nicht, ob sie positiv oder negativ sind. Wie gesagt, damals, wo ich traurig war. Er tut vor allem gescheit. Hab ich nie verstanden. Was willst du auch da machen? Was steht da? 1.22. Wenn das verlassen ist, Psychiatrie, wieso machen sie alles kaputt? Ja, das ist Donnerstag. Wieso machen sie alles kaputt? Weil sie sich, genau. Weil sie sich gestressen. Klopapier, wer muss scheißen? Ja. Mann, diese Matratzen sind kritisch, ich weiß nicht. Schau, da ist sogar Klopapier. Schau, wie viele Matratzen da. Ich brauch zu spucken, Mann. Oder? Wieso? Da schlafen Leute. Da ist der Telefonnummer. Ich feiere sie mal. Warte, alle schlafen da, Leute? Was? Du checkst dich mit Logik ab. Denkst du, schlafen da auch Leute? Ja, fix. Ja, klar. Ja. Also gibt es auch aktuelle Besucher. Ja, ja. Ich bin noch sehr aggressiv. Das meine ich. Das weiß man nicht. Heilige Makrele. Fuck. Jungs.
Gut gemacht, das ist jetzt richtig abgefuckt. Schau mal. Schau. Was ist das? Einfach sehr gut. Was heißt Anrichte? Anrichte? Ja. Die richten, also die Herr richten. Und du hast eine Wasserflasche. Die richten was vor. Das zeige ich euch. Ja, genau, vorher. Was? Was sagt A? Ich habe meinen Taschenlampe nicht so weit. Wer steckt A in die Antwort? Ein Mensch. Das ist so creepy, wenn alle Fenster so offen sind. Ich glaube, ich nicht schon. Ist es Gold? Oh, ist es Gold? Leute, Quatsch. Was ist das? Wir. Hä? Das sind wir. Ach so. Ja. Wir haben so verblendet und so. Ja, ja, wer was für Fette. Kabel was für Homo sapiens. Ich gehe jetzt alle gemeinsam da. Ja, kommst mal da, dann mal da. Dort gibt's nichts. Nur offene Gelände. Hinten. Was ist hier? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das der gleiche Gang. Pass doch für die Böse, das gibt's ja gar nicht. Oh. Brr. Das musste sein, Leute. Was ist das überhaupt? Das ist ein Vogel. Digga, was habt ihr? Kommt runter. Warte, der wird uns angreifen, Digga. Nein, das ist ein Vogel. Geh los. Warte, wie lange? Was? Das ist der Geldkraft? Was? Oder wenn der uns angreift, ich schwör's dir. Aber einen Moment mal. Warte. Ich glaube, dort ist eine Stange, Digga. Ja, da ist kein. Achso, nein. Oder? Oh, no, no. Das kann jetzt sein. Und flieg raus. Eigentlich. Wie ist denn da was? Leute, es passiert immer so bei Horrorfilmen. Am Anfang so ein kleines Zeichen. Und da? Das meine ich ja. Weil dann plötzlich ein bisschen abergläubisch. Ich gehe mal raus. Und du bist untergläubisch. Hör auf zu lügen, Digga. Er ist. Er glaubt an sein Jahr. Er ist Babo, Digga. Wir waren hier. So geht schon. Ich bin nicht in der Welt. Ich bin nicht in der Welt. Das ist Westflügel, das habe ich mir noch vom Map gemerkt. Hier ist es riesig, Mann. Allein Keller, was ich da gesehen habe und gehört habe. Heiliger Mann. Nein, wir gehen nicht in den Keller. Ich habe das Gefühl, wo wir waren. Keller. Was? Ja, wir sind da durchgegangen. Ja, wir waren eh hier. Wo ist der Keller? Keller weiß ich nicht, ich weiß es nur ein paar vom YouTuber. Das ist aber der letzte Stockwerk. Ja. Für uns ist es der letzte Stockwerk. Oh, wieso willst du gehen? Gib uns ein Auto schlüpfen. Gib uns ein Auto schlüpfen, wir gehen runter. Dann gehen wir direkt drauf. Und ja, den Rest können wir am Tag in Ruhe machen. Hat der niemand so leichte Schuhe an, gell? Wegen Scherben, ne? Ja, Leute, da ist eine Stufe kaputt. Bitte aufpassen. Onur, geh mal runter. Bitte aufpassen. Ja. Die davorige und die nachher aufpassen, ja? Ja. Könnte brüchlich sein. Aufpassen. Wie macht ihr es?
Oder immer testen. Das ist mein Ding. Überspringst du zum Beispiel. Warte. Da ist, eine, da ist eine verschlossene Tür. Aufpassen, Jungs. Aufpassen. Wo ist verschlossen? Da, da. Verschlossen. Die kann man ja auch machen. Wir machen keine verschlossene Türen auf. Weh. Kapala, Ratschmein. Langsam kriege ich Hemmung. Das heißt nichts Gutes. Geh mal raus. Krieg ich Hemmung. Michelle, ich möchte eure Laune nicht verderben, aber meine Hemmungen kommen langsam. Das habe ich am Hals, das, weil ich spüre irgendwas, ja. Diese Tür ist ein bisschen halt. Ich meine es ernst. Mir sollte man bei sowas lieber anvertrauen. 100 Stück aus Hemmungen. Also, es sieht immer schlimmer, es sieht immer schlimmer. Es sieht immer schlimmer, bitte. Ich habe nur die Warnung abgesagt, weil ich Alex versprochen habe, wenn ich was fühlen sollte, sollte ich ihm das sagen. Versprechen tue ich nicht brechen. Ja, da kommst du mit. Schick mir nicht alleine vor. Wo? Da? War das eine Leiche? Nein, ich komm mit. Nein, was? Was bitte? Oder da bin ich ins Berlin-Sound. Ja? Es riecht nach meinem Toten. Und die Tür ist halt offen, komischerweise. Also jemand rausgegangen, nicht mehr rein. Es riecht nach Leiche. Nee, ich würde da. Ich würde rausgehen. Jetzt. Herr Wendt. Telefonnummer. Genau. Wo? 5676. Ich speichere die mal. Schreib einfach. Nicht darunter geht das viel. Warte mal. Legalisiert. Legalisiert. Okay. 2, 1, 8, 4. Das ist die zweite Telefon. Michelle, hör auf, Angst zu haben. Glaubst du, reden lieber. Ich habe nur 2% davon. Michelle, hör auf, Blödsinn zu reden. Es gibt ja nichts. Ja, das ist die Wasserflasche. Okay, da ist es sehr gut. Ja. Es wird immer kalt. Ist mir egal. Du musst ruhig sein. Boah, ist das kalt. Bam. Okay, so geht's. Michelle hat gesagt, wir gehen drauf und erkunden alles. Er kann das gerne alleine. Könnten wir dich auch
Autoschlüssel machen. Willst du hinter die Tür gucken? Ja. Wir gehen hinter die Tür. Das ist ein Vermieter drin, oder was? Das ist kein Mensch. Was? Aha. Okay, ich mache deine Tür zu. Ah, okay. Gehen also soll ich sein? Mach du endlich rein. Okay. Dann versammeln wir uns alle vor die Tür und ich werde es einbrechen. Ohne bin ich halt, wie sie gerade ist, nicht seriös. Ich tue es für Michelle.